Ach ja. Ich bin wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Toiletten untersuchen! Spülknopf drücken. So. Wer hockt hier auch immer noch rum? Rosenkranz, Güldenstern sind tot. Tom. Aha. Huch, was war das? Ach, scheiße. Ich hab was angelassen. Naja, gut. Ich hoffe, das stört nicht so doll. Also, hallo und herzlich willkommen zu Tacoma mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Eine Karte? The London New Arts Foundation, Bernard, der Zidic-Geschäftsführer. Das ist die Mutter. Mehr geht hier leider nicht. Deckel schließen. Hat sie da Bilder für ihn gehabt? Lunar Transferstation Tacoma initiiert. Crew! Ja, die haben hier alle. Ah, und hier hat er denn geschlafen. Hier hat er geschlafen. TV, sowas haben die gar nicht gehabt, wa? Das war dann seine... Naja, das kann man keinen Luxus erwarten. Das kostet alles viel Geld. Titania-Gaststätte. Wir haben hier... Ja, das haben wir in der letzten Folge erfahren. Maschinenstation, Personal. Da sind wir jetzt gerade. Die kennen wir. Das ist sein Büro. Das Fitnesscenter. Die Umkleide. Ja, hier haben wir uns auch umgeschaut. Von denen habe ich die Codes noch nicht. Das ist die Dusche. Hier ist auch wieder irgendwas. Ah! Was war das? Nein, das ist, was menschliches Überwachungsabkommen bedeutet. Wenn eine orbitale Einrichtung über KI betrieben wird, fordert die HOA, dass dort ein KI-Spezialist an Bord ist. Wenn ein Mensch an Bord ist, müssen für eine Dauer von 2 bis 3 Monaten mindestens noch 2 weitere Menschen an Bord sein. Ah, die begehrten Nativi-Rollen, wusste ich's doch. Und für die Entsendung von 1 Jahr oder mehr werden 6 benötigt. Für geistige Gesundheit, Wohlbefinden, Verwaltung und dergleichen. Auch garantiert es eine Menge von Menschen, Gewerkschaftsarbeitsplätze, die sie sonst nicht hätten. Was, wenn ich dir sagen würde, mir würde es besser gehen, wenn ein paar weniger Leute um... Du und ich, nur wir beide? Ah, kann das sein, dass Eve sich für sie interessiert hat? Ich weiß es nicht. Gescheitert? Sehr. Marcus? Was ist denn das? Genie Marcus. Aha. Gescheitert. Vor 4 Monaten. Das andere war vor 8 Monaten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, hier ist ja nur... Halt. Na, das bleibt dann so. Gut. Fitnesscenter, hier waren wir ja drin. Nicht Crewmitglied ermittelt. Bitte warten.
dürfen nur Crewmitglieder sich quälen lassen. Hier auch? Mach alles kaputt. Mist. Die Arschlöcher. Die Wäscherei, da war ich noch nicht drin, ne? Doch, hier war ich drin, aber hier war nicht viel zu entdecken. Seife. Schachtel greifen. Das ist einfach nur Waschpulver, würde ich sagen. Formula Terchini. Aha. Und schmutzige Wäsche. Was ist das? Hauskatze? Was machten die da oben? Druckschleuse, nächste automatische Drohnenlieferung geplant in... Ach, du Kacke. Ach, die kommt denn hier, kommt die Ware an und wird dann Standard-Party-Zubehör. Konfetti! Mittelkörniger Reis, ja, das kennen wir alles. Das kommt in solchen Kisten und dann können sie sich das anschauen, okay? Sieht's hier aus? 100%. Bitte Vorrichtung abtrennen. Der erste Teil des KI-Netzes wurde vollständig übertragen. Unsere Techniker schauen sich die Daten aus der Ferne an. Sie sind intakt. Okay. Zurück zur Zentrale. Maschinenstation? Biomedizin? Ja, ich denke mal, wir müssen hier noch zu anderen Bereichen. Hier. Ach, da. Unter Auftragnehmer Ferie. Bitte begeben Sie sich zum biomedizinischen Modul, um die KI-Datentransferprozess fortzusetzen. Ihrem Vertrag gemäß hinsichtlich dieser Mission ist Eile geboten. Biomedizinstation, ich komme. Transfer. Ach ja, jetzt fahren wir diese Röhre lang. Ob es wieder Werbung gibt. Tschüss, war nett bei euch. Oh. Das hat aber gehakelt. Huch. Ja, das kennen wir schon. Ich habe ein Licht am Handschuh. Geil, haben wir das hier. Da haben wir es am Fuß. Ach, und der hat keinen Kontakt, der ist dann rot. Ich glaube, wir sind da. So, zu Biomedizin. Personal Observatorium. Da fliegen die immer noch rum. Zu Biomedizin. Da ist Biomedizin. Da wollen wir hin. Nun, da geht's. Just Marriott. Ja, heiraten könnt ihr auch dort. Frisch Vermählte, neue Perspektiven. Verfügbar ab 2088. Voranmeldung jetzt möglich. Und bitte gleich was bezahlen. Wir müssen Geld sammeln. Wir machen den Elon Musk. Der sammelt ja auch mal für seine vielen Projekte Geld ein. Und dann muss man lange warten, bis er was liefert. Ja, aber er hat erstmal Kohle und kann weitermachen. Das ist innovativ. Nein, ich verstehe manche Geschäftsmodelle nicht. Aber das ist egal. Ich bin ein alter Mann. Ich darf das. Ich habe immer gedacht, man muss Geld verdienen, damit eine Firma funktioniert. Aber es ist ja mittlerweile so, dass man Geld einsammelt, damit die Firma funktioniert. Und die Produkte, die dabei rauskommen, die müssen keinen Gewinn bringen. Hauptsache, man sammelt genug Geld ein. Und vermittelt den Menschen ein gutes Gefühl, dass sie an einer guten Sache teilnehmen. Ja. Vielleicht ist das hier auch so. Aha. Dann wollen wir ihn mal anbauen. Und dann schauen wir uns dazwischen mal wieder um. So. Na.
Nachricht Medizin Botanik. Einige interessante Odin-Fakt für dich, während du arbeitest. Odin war die erste KI. Ich bin übrigens HI. Na, ich hoffe, du kannst das lesen. Okay, dein offizieller Betreuer ist wieder vom Klo zurück. Tschüss. Hä? Was war das? Odin war die erste KI, die aus der ursprünglichen Quelle vor über 100 Jahren hervorgegangen ist. Er ist ein alter Bursche. Geil, wir haben schon 0,4%. Gehen wir mal zur Medizin. Oh, hier ist ja was los. Okay, Sarah. We'll see you over in Mech. As soon as everything's wrapped up here. Alright. Good speed. Once more into the breach? What? I don't know. I'm just thinking about how Evie and Clive are already in deep freeze. Did you read the message they sent? Yeah. Why are we going into the supply closet? I got to talk to them a little bit right before Sarah took them down to cryo, and Evie was being so encouraging. They're putting all their faith in us, but... But what? Right before they turned to go, just for a second. They look so worried. Oh, baby. The clock is ticking. And I just keep thinking, what if the last time they saw each other is the last time they'll ever see each other? Don't think about that. How can I? How can you not think about it? So, you know the concept of partitioning from early century computing? Yeah, I think so. So, you have a data drive. Maybe one partition was your operating system, and the other one was, like, general data storage. And maybe you'd partition part of the drive off to contain something that might be unstable that you otherwise kind of, you know, wanted not to interfere with anything else. There are certain things that are gonna help us get this done, but some things, they need to be partitioned off. Because thinking about them isn't gonna help us. But... You're thinking about us, at least, aren't you? Yeah. And when I do let myself start thinking about how there's a possibility this is the last of our time together too... Matt? Then I start thinking we should really make the most of it. Naja, das war witzig. Clerex, Anti-Allergie-Kapseln. Parapol, wirksame Schmerzmittel. Emmertin. Ja, wir gucken gleich, was haben wir hier? Gesichertes medizinisches Lager. Wir brauchen einen Code, einen Schlüssel. Den werden wir schon irgendwo finden, vielleicht. Schachtel. Zum Abstellen der Nasenschleimhäufe. Häufe. Vor allen Dingen der Häufe. So, dann wollen wir mal den machen. Kommt mal rein. Hier, da können wir anfangen. Sind zusätzlich verfügbare Daten für den Piloten nicht wünschenswert? Ja, aber die roten NAV-Daten sind für den Einsatz mit der Zenit-KI formatiert. Nicht Bert muss in der Lage sein, in Echtzeit auf diesen Krempel zuzugreifen, während sie an den Steuerungen sitzt. Navigationscode, die Daten selbst interpretiert und dem Piloten seine Empfehlung für optimale manuelle Angaben anzeigt. Den hohen Datenkundenzweckverweis nötig anzeigen? Ja, ich verstehe. Ich werde Revision 2212 der Steuersoftware für manuelle Drohnennavigation vorbereiten. Drogen vor allen Dingen. Nein, schon gut, mach dir keine Sorgen. Aber ich wollte nur sagen, dass du für mich eine wirklich gute Stationsadmin bist. Und egal, wie ich mich verhalten habe, ich möchte, dass du weißt, nicht enttäuschen werde. Das ist lieb von dir, Ned. Ich weiß es zu schätzen. Ich muss jetzt... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dieser Benutzer ist offline. Die
Hier haben sie eingefroren. Kryogene Einrichtung aktiv. 2 von 6 Kryokapseln besetzt. Sauerstoffvorrat circa 50 Stunden. Aha. Mehr geht nicht. 2 von 6? Was ist mit den anderen? Wo sind denn die beiden jetzt hin? Aha, wir müssen hier noch andere Personen finden. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Die ist hier reingegangen, ne? Alright, good speed. Ich halte gleich mal an. Für alle, die noch wach sind auf der Tacoma-Station, ich habe allen Crew der Stops ein Tracking-Widget hinzugefügt. Es zeigt ziemlich genaue Schätzungen, wie viel Luft uns auf der Station noch bleibt nach Algenblüte und Eve's Cliffs und bald auch meinem Eintritt in die Kryostase sollten diese Zähler auch einen ziemlich guten beinhaltet. Behaltet ihn im Auge. Aha. Verehrte Damen, eure Scans sehen gut aus. Ihr seid bereit für die Kryostase. Wenn Gott behüte, in die Kapseln füge dieselbe Standardanweisung bei, die ich bei Eve und Clive gesendet habe. Kryogener Schlaf, ein Patientenführer, Ventures Handbuch für medizinische Auftragnehmer. Im Falle eines medizinischen Notfalls, wenn chirurgische oder andere erforderliche medizinische Einrichtungen, eine vorübergehende kryogene Ruhestellung, bis sie zwecks Behandlung transportiert werden können. Hier ein schneller Blick auf Vorbereitung. Wird sie scannen? Und ein entsprechendes Arzneiregime von Flüssigkeiten ermitteln, welches über eine intravenös verabreichte Dosis und so weiter. Abführmittel, um ihren Körper zeitlos zu lassen, auf sie zu reagieren, bevor. Eingefroren. Gut. Oh, Odin. Did I do the right thing? In what regard? Does Nat deserve to know what her odds are if she ends up going into cryo? I believe that you have made a decision with both Roberta and Natalie's best interests at heart. Above all, do no harm. If we do make it out of this thing, Nat's going to have to find out I didn't tell her everything at some point. I believe that is a bridge to be crossed at a later date. Andrew is here for his exam. Oh. Send him in. So you showed up for your exam? I did. So does that mean you've decided to... What's gonna happen to us, Sarah? What? Well, Bert and Nat are going to fix up the drone with life support, and then we're... No. I mean... What if things don't work out? And we're still stuck in cryo. Oh. Well, when you go into stabilizing sleep, it feels just like any other sleep, really. The body effectively goes into a controlled hypothermic coma. Do you dream? Sometimes. Sometimes very intense dreams. And then what? After a certain amount of time, your body slows down too much. Things start shutting down. Don't wake back up. It doesn't hurt. No. Do you think Bert and Nat can get it done? I do. Then I'll just have to trust your professional opinion and do my part. It's been good working with you, Doc. I'm ready for my exam. Das waren die beiden. Hopkins hat Sarah Hasmadi im Jahre 2080 den akademischen Grad zum Humanmediziner verliehen. Ja, jetzt müssen wir theoretisch erstmal zurückspulen. Ich kann mich aber auch erstmal hier umschauen. Ob ich hier noch ein bisschen was rausfinde. Aus? Entspannungsklänge. Geil. Was haben wir hier? Ach so, das ist Werbung. Das sind wir. Ne? Ja, ja, der Ausweis, genau. Vielen Dank für die Aktualisierung, ihr Zugriffsgruß.
Codes für die QAR-Bioscan-Aufzeichnung. Bitte geben Sie für künftige Abrufe Ihres Zugriffscodes einen Erinnerungssatz ein. Schulabschluss. Das muss ich mir wieder aufmalen. Schulabschluss. So. Die werden wir noch irgendwo brauchen. Achso. Da. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ihr Entsendungsvertrag auf der Luna-Transferstation Tacoma zurzeit zwar zur Erneuerung ansteht, Ihnen werden aber noch viele weitere Entsendungsmöglichkeiten offenstehen würden, wenn Sie persönliche Verantwortung für den Paradiesbrunnenvorfall am 2. September 2085 übernehmen würden. Wie Sie wissen, wurde das Gerichtsverfahren eingestellt, sodass es keine weiteren negativen Auswirkungen auf Sie hätte und Sie sich Ihre Chancen bei Venturis erheblich verbessern würden. Aha, ich nehme die Erneuerung, danke. Für was hat sie da Verantwortung übernommen? Hallo? Ach, das war wieder der Manfred. Ja, der weiß es ja nicht, dass ich jetzt hier spiele. Und ich hätte das ja auch ausschalten können. Nein, ich hab's angelassen. Was haben... Ein Schlüssel. Ja. Den brauchen wir. Den lege ich schon mal hier hin. So. Nagellack. Geil. Black Magic. Wenn ich ehrlich bin, ist der Schmerz größtenteils abgeklungen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht mehr schuldig fühle. Er ist nur irgendwie stumpfer, aber eben immer noch ständig da. Odin sagt, das ist tiefe Trauer. Auch wenn ich den Patienten selbst nicht kannte, als er noch lebte. Ich weiß nicht, wie die Ärzte damit zurechtkommen. Viele von ihnen müssen einfach, oder die meisten von ihnen, mit sowas zurechtkommen. Ja, das glaube ich. Was? Sky Spar? Starshem? Was ist das? Unterstützung bei Angstzuständen? Ja, das kann man nicht mehr, brauche ich jetzt. Kaugummi brauche ich auch. Ja. Und den Stift kann ich auch nehmen. Oh, der ist hübsch, den will ich haben. Den lege ich da mal mit rein und dann hebe ich das auf und lege das auch da mit rein. Und das kommt auch da mit rein. Und der Teebeutel und das Ding. Wir räumen mal hier auf. So, Schubfachhut zu. Den Schlüssel brauche ich. Habe ich das nicht fein gemacht? Achso. Hi. Hier haben wir noch Bücher. Und Pflanzen, die nicht mehr gegossen werden. Vielleicht sind die auch gar nicht echt. Wo war denn Bildgebung? Oh, ich muss mich hier weiter umschauen. Bildgebung. Öffnen. Bitte entfernen Sie alle Gegenstände aus Ihren Taschen. Eine vollständige Entkleidung ist nicht notwendig. Legen Sie sich auf das Bioscan-Bett, entspannen Sie sich. Bitte während des Bioscans nicht bewegen. Der Vorgang sollte nicht lange dauern. Nicht Crewmitglieder. Nicht verfügbar. Oh, die Katze. Und ein Mäuschen. Da hast du. Was ist das? Was macht das da? Kann ich das greifen? Rohr. Balsam für aufgesprungene Lippen. Interessant. Lege ich auch hier hin. Handschuhe. Müll. Was haben wir hier? Kosmetiktuch. Wartest du hier schon lange? Nur für medizinisches Personal. Ja, die Nummer haben wir nicht. Die hätte ich gern. Kriegen wir sie raus? Schachtel greifen? Wir haben ja hier für den Schulabschluss, aber das hier kann ich ja nur einen Zahlencode eingeben. Schlüssel, komm mit. Hallo. So, Ausgang. Nein. Medizinisches Lager. Na, ihr zwei. Was haben wir denn hier? Da haben wir... Oh. Ich hab das Schloss geklaut. Hier. New York Times. Venturis einigt sich mit Familien vom Kosmodrom-Opfer. Nach einer langwierigen, unabhängigen Untersuchung und Gerichtsverfahren ist die Venturis Corporation zur Einigung mit der Familie von Jaden Jeremy Pratt gekommen.
welcher während der Operation eines gebrochenen Oberschenkels nach einem Unfall an Bord des Venturis Paradiesbrunnen Kosmodrons am 2. September 2085 verstorben war. Der Abfindungswert wurde nicht bekannt gegeben. Im Rahmen der Vergleichsbedingungen hat Venturis kein Verschulden am Tod von Herrn Pratt eingestanden. Dennoch war dem Firmenimage durch den Vorfall bereits ein erheblicher Schaden entstanden. Während die unabhängige OKWP-Untersuchung nicht beweiskräftig war, bezeugte die behandelnde Chirurgin zum Zeitpunkt des Todes von Herrn Pratt, Dr. Sari Hasmadi, bei mehreren Anhörungen, dass der Fehler nicht in menschlichen Versagen gelegen hätte, sondern im fehlerhaften Urteil der firmeneigenen medizinischen KI HECA. Infolge dieser Behauptung und der mangelnden Widerlegung durch die OKWP-Untersuchung ging das Vertrauen der Anleger in die Zuverlässigkeit der Venturis KI-Produkte stark zurück und hat sich seither nicht vollständig erholt. Dr. Hasmadi wurde kurz nach Beginn der Anhörung vom Paradiesbrunnen-Kosmodrom abgezogen und versetzt. Herr Pratt war ein bekannter Reisejournalist und auf gastronomische Themen spezialisierter Schriftsteller, sodass sein Tod und die nachfolgende Anhörung in dieser Angelegenheit in der Öffentlichkeit für weiteres Aufsehen sorgte. Sowohl die Venturis Corporation als auch Herr Pratts Familie lehnen nie die Geschirrstellungnahme ab. Da oben hin. Oh. 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 Krieg ich das hin? Nein. Er schmeißt ihn immer da unten hin. Das ist Nasenspray. Damadrin. Hier ist also erklärt, was mit diesen komischen Dingen gemeint ist. Gesichertes medizinisches Lager. Zugangsberechtigung nur durch den Arzt. Ihr könnt jetzt hier rein. Ich habe aufgemacht. So. Was haben wir hier? Personalquartiere. Ah. Aha. War klar. Gut, das gucken wir uns an in der nächsten Folge. In dieser nicht mehr. Ich danke fürs Zuschauen und wie möglich. Tschüss, wie bei mir.